Herzlich willkommen zu unserem Fachkräftepodcast der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wir sprechen über Fachkräftegewinnung. Heute mit dem Thema duales Studium an der Nordakademie. Im Gespräch mit Professor Stefan Wiedmann, Hochschulpräsident an der Nordakademie. Ich bin Imke Kuhlmann, Referentin für Nachwuchsgewinnung. Herzlich willkommen, Herr Professor Wiedmann. Sie verfügen über ein breites Spektrum an Erfahrung im Bildungsbereich. Nun interessiert uns, was waren Ihre Argumente für die Nordakademie? Ja, liebe Frau Kuhlmann, meine bisherige Historie war sehr geprägt im Bildungsbereich von Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, Online-Studium. Es war immer die Frage, wie kriegen wir die Praxisbezüge und den Praxiskontakt wirklich lebendig in die Hochschule, nicht nur punktuell in einzelnen Veranstaltungen als Gastredner oder als Dozierender, sondern wirklich so verzahnt, dass das auch ein sehr lebendiges Miteinander wird. Und das hat die Nordakademie. Die Nordakademie wurde vor über 30 Jahren vom Arbeitgeberverband Nordmetall mit weiteren Unternehmen gegründet als gemeinnützige Aktiengesellschaft. Auch das allein ist schon was Besonderes in der Hochschulwelt, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft hier als Trägerform zu haben. Und dann aber eben diese DNA, die damals eben hier den Ausschlag gegeben hat in der Gründung, wirklich für die Unternehmen auszubilden, die Talente zu entwickeln, die die Wirtschaft weiterentwickeln, Wirtschaft voranbringen, damit auch hier die deutsche Wirtschaft ja, das weiterleben kann, was sie eben entsprechend, ja, wo sie herkommt und da die richtigen Talente findet. Und das ist etwas, was die Kombination ist, was die Nordakademie hat. Zum einen die Verbindung zu den Unternehmen, wir haben die jungen Leute und wir haben die Fachbereiche, die genau darauf einzahlen, nämlich die BWL, die Informatik und die Ingenieurwissenschaften und in der Kombination Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik, also all das, was wir überall suchen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Und das wird hier sehr, sehr lebendig auch umgesetzt. Wir haben einen tollen Spirit. Ja, und das waren ja alles die Gründe, wo man sagt, das ist eine tolle Hochschule, wo man sich einbringen kann. Und deswegen bin ich jetzt seit 2,5 Jahren hier und wir haben auch noch einiges vor. Vielen Dank. Überzeugende Argumente, aber natürlich auch, ich sag mal, die Präsidentenbrille. Was sind denn die Vorteile für die Studierenden, zu ihrer Hochschule zu kommen? Zum einen, einem dualen Studium allgemein ist der Vorteil, dass die jungen Leute nicht nur das Studium bekommen, was wirklich zukunftsweisend ist, was die Unternehmen benötigen, sondern auch ein kostenloses Studium, also hier privat studieren und nichts bezahlen, quasi wie beim Staat, weil die Unternehmen die Studiengebühr bezahlen und dazu noch eine Ausbildungsvergütung bekommen, neben dem ja, Netzwerk, Praxiserfahrung, die dazu führt, dass unsere Absolventen deutlich schneller in Führungspositionen kommen als diejenigen, die erstmal Vollzeit klassisch studieren, um dann erst zu 2 Jahre in den Unternehmen sozialisiert werden müssen, dort auch die Fettnäpfchen kennenlernen müssen, was geht, was geht nicht. Und das erfahren unsere Leute in den 3,5 Jahren ja ohnehin schon direkt mit dem Studium. Und das ist ein großer Vorteil im dualen System allgemein. Wir haben noch einen schönen Campus außerhalb Hamburgs, in Elmshorn, ein grüner Campus, da leben die und wohnen die und arbeiten, studieren und das schweißt auch zusammen. Also unsere Studierenden sind 10 Wochen am Stück im Campus und wie gesagt, da feiern die und lernen die und wir sehen dann eben auch die Ergebnisse. Zum einen, dass wir langjährige Verbindungen haben mit unseren ehemaligen, die wirklich hier Teil der Nordakademie-Familie sind. Wir erleben es aber auch bei den aktuellen Studierenden, dass die bei den Hochschulwettkämpfen regelmäßig den Spirit Award bekommen. Also hier auch da diesen Geist, der an der Nordakademie lebt, auch nach außen zeigen und eben auch regelmäßig an unser Pokalschrank ist voll von diesen Spirit Awards, wo man sagt, da ist einfach ein Zusammenhalt. Und das ist ja eben was Wichtiges neben dem Studium, dass man nicht nur ein Zeugnis, eine Urkunde hat nach 3,5 Jahren, sondern Kontakte. Kontakte, die wirklich dann auch halten, Knoten, die halten, wenn es dann später auch mal schwierig sein sollte. Und dafür ist diese Zeit hier nicht wunderbar. Und das ist also deutlich mehr als nur ein Studium. Und das sind auf jeden Fall große Vorteile, die die Studierenden hier haben.
Und Teamgeist gehört ja auch zu den bekannten Soft Skills, also ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für die berufliche Zukunft. Jetzt Absolut. nochmal als Blick der Unternehmen. Welche Vorteile bieten sich für die Unternehmen, ihre Studierenden an die Nordakademie zu schicken? Zum einen inhaltlich getrieben ist das Thema mit den Studiengängen, wie schon erwähnt. Wir sind in den MINT-Bereichen aktiv, Informatik, Ingenieurwesen und den betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das ist etwas, was auch teilweise auch von den externen Vorgaben existiert, was ein Wirtschaftsingenieur ist mit den Qualifikationsrahmen, die wir nicht auch berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir aber etwas, was wieder auch nicht alle Hochschulen haben, nämlich einen sehr, sehr engen Austausch mit den Unternehmen. Denn wir bilden ja für die Unternehmen aus, deswegen müssen also die Studiengänge das abbilden und die Entwicklung abbilden, die in den Unternehmen vorgeht und so ausbilden, dass sie auch wirklich einsatzfähig sind und ihre Mehrwerte liefern können. Aus diesem Grund haben wir zum Beispiel einen betrieblichen Beirat, der viermal im Jahr zusammenkommt mit ausgewählten Vertretern der Unternehmen. Wir haben die Ausbilderkonferenz, wo wir wirklich sehr, sehr intensiv mit den Unternehmensvertretern arbeiten. Wir haben Arbeitsgruppen, die für die Studiengangsversammlung dann oder für die Verbesserung der Studiengänge jährlich auch hier entsprechend machen, sodass wir immer den Abgleich haben, dass das, was hier gelehrt wird, auch gebraucht wird in der Industrie. Und vieles kann man vielleicht auch noch gar nicht abschätzen, wie zum Beispiel mit manchen technologischen Entwicklungen, wo man noch gar nicht weiß, welche Prominenz hat zum Beispiel Wasserstoff. Und jetzt ist nicht so ein Studium so akkreditiert, wie es akkreditiert ist. Und wenn jemand anfängt, dann läuft er nicht auch diesem akkreditierten Studiengang dann durch. Und da haben wir zum Beispiel Wahlpflichtmodule, Schwerpunkte oder Schwerpunktmodule eingebaut, die dann flexibel darauf reagieren können, damit die Unternehmen, wenn sie den Bedarf dann sehen, jetzt kommt auf einmal eine Technologie, die wir vor 3 Jahren noch nicht kannten, die so prominent wird, dass unsere Absolventen das beherrschen müssen, können wir es entsprechend einbauen. Das ist also ein weiterer Aspekt, wirklich die Garantie zu haben, dass das, was die jungen Menschen hier lernen, auch in Abgleich ist und regelmäßig abgeglichen wird mit den Unternehmen und nicht, wie es üblicherweise ist, ein Studiengang wird akkreditiert für 5 Jahre und nach 5 Jahren wird er dann wieder überarbeitet und optimiert. Das machen wir wirklich ständig, jährlich, auch institutionalisiert. Weiterer Punkt ist die gemeinsame Suche nach jungen Leuten. Also wer studiert denn diese Themen wie eben Wirtschaftsingenieurwesen oder Informatik? Und wo sind die denn, die auch wirklich Leistung bringen wollen? Und das hat sich auch geändert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Früher war das eher aber auch bei uns die Frage, wo sind die Unternehmen? Und wenn die Unternehmen sagten, wir bilden aus, dann hatten die an sich immer noch eine große Warteliste an jungen Leuten, die studieren wollten. Heute sieht das anders aus. Heute müssen wir gemeinsam suchen, da helfen wir den Unternehmen, haben wir auch ein neues Portal dazu aufgemacht, dass wir wirklich die Personen dann auch ansprechen können im Schülermarketing online, aber dann eben auch in der Vermittlung zwischen dem Interessenten und dem Unternehmen, bis hin, dass wir einen psychologischen Test machen. Jeder muss bei uns einen Test durchlaufen, das geht in etwa 3 Stunden online. Um dann auch für die Unternehmen die gewisse Sicherheit zu haben, dass sie in diesen Menschen auch wirklich investieren wollen, Zeit und Geld und können, und dass sie einfach mehr haben als nur die Abschlussnoten. Also das nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir helfen also bei der Akquise, wir helfen auch bei der Bewertung im Rahmen der psychologischen Bewertung aus diesem Auswahltest, der seit über 30 Jahren auch immer weiter verbessert wurde und für die ja, sehr gute Prognosen auch geben kann, ob dieser Mensch auch wirklich erfolgreich abschließen wird oder eben nicht. Also es das heißt, Sie helfen auch bei der Suche nach den passenden Studierenden für das Unternehmen. Absolut, ja. Und das Portal findet man auf Ihrer Webseite? Genau, das ist auf unserer Webseite und die Unternehmen, die mit uns den Vertrag haben, wir haben ja ein Dreiecksverhältnis in der Vertragsstruktur. Wir haben ein Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen. Dann kommt man auf die Website und auf dieses Portal. Wir haben einen Vertrag mit dem Studierenden und die Unternehmen haben dann noch einen Vertrag mit dem Studierenden und eben dem Unternehmen. So haben wir also dieses Dreiecksverhältnis, das bildet das duale Studium. Und dementsprechend sind wir dann alle drei, nämlich in der Pflicht, dass das auch ein erfolgreicher Abschluss wird. Und da feiern wir dann auch gemeinsam. Also wir haben dann die Graduierungsfeiern, da sind dann die Unternehmensvertreter dabei, da sind die Eltern dabei.
und die Hochschulvertreter. Und wir alle freuen uns, dass wir da wirklich tolle Absolventinnen und Absolventen dann hervorgebracht haben und die dann den nächsten Schritt dann auch gehen können. Und die Webseite heißt www.nordakademie.de. .de, genau. Jetzt gibt es ja den Abschluss als Bachelor. Wie sieht es mit dem Master aus? Kann man den an der Nordakademie auch machen? Ja, Masterstudiengänge haben wir im berufsbegleitenden Format, ebenfalls in diesen drei Fachrichtungen, also BWL, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Berufsbegleitend haben wir sehr früh angefangen, ein Format zu finden, was auch anders ist als andere berufsbegleitende Hochschulen, denn wir kombinieren die Online- und die Präsenzlehre noch stärker. Denn wir haben hier eine Vorbereitungszeit online mit synchronen und asynchronen Elementen, um dann in der Präsenzphase, die 2,5 Tage etwa geht, wirklich alle auf einen Stand zu bringen, um zu diskutieren, reflektieren, Projektarbeiten auch zu machen und im Nachgang auch wieder online dann die Vorbereitung auf die jeweilige Prüfungsleistung dann zu realisieren. Wir haben faktisch dann in diesem Format alle 6 Wochen 2 Tage Präsenztage. Und das ist natürlich sehr, sehr gut auch vereinbar mit dem Unternehmen, mit dem eigenen Arbeitsumfeld. Es ist planbar, man weiß ja, in der Regel mindestens ein halbes Jahr im Voraus die Termine und kann das entsprechend dann anpassen. So, und das ist dieses berufsbegleitende Format, wo wir eben online und die Präsenz in hybrider Form umsetzen. Und das ist etwas, was wir auch rückgespiegelt bekommen von den Interessenten, dass sie sagen, genau das ist es. Denn wir wollen eben nicht Freitag und Samstag oder dann eben das auch noch so lange immer die Wochenenden entsprechender beeinträchtigen, sondern wir wollen das in einer planbareren Variante zu machen, die auch für die Unternehmen tragbar ist. Und darüber haben wir auch einen höheren, größeres Einzugsgebiet. Wir haben teilweise Studierende, die aus Baden-Württemberg und Bayern kommen, weil die sagen, für 6 Wochen nach Hamburg, also da ist unser Standort Hamburg, das ist auch mal immer eine Reise wert in den Norden und das ist eine schöne Kombination, eben hier die Präsenztage zu generieren und zu absolvieren. Der Hamburger Standort ist ja auch sehr, sehr schön. Das stimmt, ja. Hamburg an sich und also wie gesagt, auch spannend, dass wir einige aus dem Süden haben, die sagen, das ist einfach auch wirklich was Tolles. Hamburg als Stadt ist toll und eben dieses Studienformat ist genau passend für diese Menschen, die in dieser Lebensphase sind, wo vieles ja zusammenkommt, vieles unplanbar ja auch ist im Job, in der Familie, privat, was dann noch alles sich ändert, wenn die Personen so Mitte 20 sind. Da ist ja noch einiges, da steht noch einiges an. Und deswegen ist es wichtig, da auch eine Struktur zu haben, die das alles ermöglicht. Ja, sehr schön. Wie lange dauert das Studium? Der Bachelor dauert 3,5 Jahre. Wir schließen damit 210 Credits ab. Und der Master dauert 2 Jahre mit 90 Credits, sodass man dann zusammengenommen die 300 Credits hat, die Voraussetzung für eine mögliche Promotion sind. Also nach 5,5 Jahren ist man bei uns dann komplett mit beidem durch und ganz regulär quasi dann eben auch mit allen Optionen, die danach akademisch möglich sind, Richtung zum Beispiel der Promotion. Sie hatten jetzt am Anfang auch schon mal gesagt, dass Sie auch intensiv mit den Unternehmen im Austausch sind. Wie werden denn Studierende und Unternehmen von Ihnen betreut? Also die Studierenden auch sehr, sehr eng. Wir haben überall einen Studiengangsleiter. Wir haben die Verantwortlichen in der Hochschule auf dem Campus, im Prüfungsamt, im Studiengangsmanagement. Wir haben also da in den Fachbereichen die Personen, die zur Verfügung stehen. Manche Studierende wohnen ja auch auf dem Campus, in unserem Wohnheim, direkt auf dem Campus. Also die haben dann noch auch von der Verwaltungsseite ihre Ansprechpartner. Und die Unternehmen ebenfalls. Da haben wir eine Person, die sowohl für die konkrete Betreuung oder allgemeinere Betreuung in Sachen der Vertragsfrage oder organisatorischen Fragen auch zur Verfügung steht, bis hin dann aber auch im Prüfungsamt. Meistens sind es ja dann eben die Fragen, was ist denn mit meinem Zögling oder meiner Studentin, die vielleicht noch etwas in Verzug gekommen ist mit Credit Points. Ja. Oder eben auch die Frage bezüglich Ausland. Über 50% eines Jahrgangs gehen bei uns zum Studieren ins Ausland. Und Für das ein Semester? für ein Semester getragen von den Unternehmen, gefördert von den Unternehmen.
Auch das ist etwas, was die Nordakademie unterscheidet zu anderen Hochschulen. Da sind die oftmals froh, wenn sie vielleicht 10, 12% eines Jahrgangs hinbekommen. In der Regel geht es irgendwie 5% eines Jahrgangs ins Ausland für, zum Studieren. Wir haben jetzt zum letzten Mal waren es 52%, die ins Ausland gehen. 70% zum Beispiel der BWLer gehen ins Ausland zum Studieren. Das ist etwas, was natürlich auch die Frage ist, wo man abstimmen muss zwischen Hochschule und dem Unternehmen. Aber das wird in der Regel eben sehr, sehr gefördert von den Unternehmen, wie man sieht, sonst würden auch gar nicht so viele gehen. Zusätzlich zu den Auslandsaufenthalten, die die jungen Leute haben, wenn sie zum Beispiel zu einer Tochtergesellschaft oder Muttergesellschaft ihres Ausbildungsunternehmens ins Ausland gehen, um dort auch formal die Praxisphase zu erleben. Also insofern ist das schon sehr, sehr stark verzahnt. Und dementsprechend ist auch wichtig, in der Kommunikation zu sein. Einmal auch nicht nur in der Organisation, was heißt das praktisch ins Ausland zu gehen, sondern eben auch, welche Zielregionen haben wir vielleicht gerade nicht, die aber zukünftig spannend wären, wo sollten wir Hochschulpartnerschaften aufbauen, die dann für manche einzelne Unternehmen besonders relevant sind. Wenn ich jetzt als Unternehmen mehr darüber wissen möchte, auch über die verschiedenen Studiengänge und tiefergreifende Informationen haben möchte, wie komme ich dann am besten mit Ihnen in Kontakt? Also der direkte, erstmal der einfache Weg ist erstmal die nordakademie.de Website aufzumachen. Da gibt es auch die Kontakte und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Und dann gerne auch mal nach Elmshorn kommen, auf den Campus, sich das ansehen. Immer herzlich willkommen. Und der persönliche Kontakt ist da immer am besten, einfach auch mal das in Augenschein zu nehmen und zu sehen und zu sprechen. Wir haben auch Veranstaltungen, wo wir immer einladen, wo wir nicht auch jeden herzlich willkommen heißen. Wenn der Mensch auf dem Newsletter ist, dann kann man da auch entsprechend das mitverfolgen, was wir planen, was wir haben und ja, einfach ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank, Herr Professor Wiedmann, für den informativen Überblick. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser Podcast zum Thema duales Studium in der Metall- und Elektroindustrie, diesmal an der Nordakademie. Wenn Sie mehr über unsere Projekte erfahren wollen oder nach Kontaktdaten suchen, dann schauen Sie gern auf den Webseiten nordmetall.de oder wirbildendennorden.de.